So, heute geht's um die Instrumente und den Startup bei der MIG 19 Pharma. Wie auch bei der 21 werde ich mich wieder auf das Wesentliche konzentrieren und versuche, einen schnellstmöglichen Startup zu zeigen, so wie ich ihn selbst vollziehe. Um die 19 kurz einzuordnen zur 21, sie besitzt deutlich stabilere Flugeigenschaften als die doch recht wackelige 21. Dafür sind die Nachteile, dass die Raketen etwas schlechter sind als bei der 21. Das Radar ist etwas schlechter. Wir haben quasi keinen Radar Warning Receiver. Also wir bekommen es außer Ziel direkt hinter uns nicht mit, wenn jemand auf uns aufschaltet. Und wir besitzen keine Gegenmaßnahmen. Daher würde ich die 19 nicht als Anfänger oder als erstes voll simuliertes Flugzeug empfehlen, außer ihr besitzt gute Kenntnisse mit der Gun, weil auf die werden wir doch recht häufig zurückgreifen müssen. Okay, dann kommen wir zu den Instrumenten. Wir werden uns wieder einmal von links nach rechts durcharbeiten. Und zwar fangen wir mal an mit dem Höhenmesser. Der ist im Prinzip fast gleich zu dem in der 21. Ich verdrehe den mal hier über dieses Rad, um kurz zu demonstrieren, wie hier abgelesen wird. Also angenommen, dieser große Zeiger würde so stehen und der kleine Zeiger würde jetzt hier schräg auf die 1 zeigen. Dann würden wir hieran ablesen können, dass wir uns auf 1,2 Kilometern befinden. Also der lange Zeiger zeigt die Höhe in 100 Metern an, also hierbei wären das 200 Metern. Und angenommen, dieser kurze steht auf der 1, dann wären wir auf 1 Kilometer Höhe. Hier unten drunter befindet sich nochmal ein etwas genauerer Höhenmesser in Metern. Der geht allerdings nur bis 600 Metern, daher verwende ich den eigentlich nicht. Okay, hier haben wir einfach einen Kompass. Ich glaube, dazu muss ich nicht so viel sagen. Hier befindet sich unsere Geschwindigkeitsanzeige in 100 Kilometern pro Stunde. Also wenn der Zeiger auf der 2 steht, sind wir bei 200 km/h. Okay, hinter dem Stick befindet sich hier eine Anzeige, in welcher Position das Bugrad der MIG gerade steht. Hier haben wir den künstlichen Horizont, was uns angibt, ob wir gerade nach oben schauen oder nach unten. Hier befindet sich nochmal ein Instrument, woran man die Sink- und Steiggeschwindigkeit ablesen kann in Metern pro Sekunde. Darunter befindet sich ein Machmeter, das die Geschwindigkeit in Mach anzeigt, also 1000 Kilometern pro Stunde. Ich muss aber ehrlich sagen, ich gucke ausschließlich hier drauf, weil mir die Anzeige im Normalfall reicht. Kommen wir hier zur Tankanzeige. Die hat eine gewisse Besonderheit. Die MiG-19 hat vier Tanks und diese Anzeige hier zeigt uns im Prinzip nur die Füllung des Tanks 1 an. Das ist der größte Tank. Das heißt, wenn Tank 4, 3 und 2 leer sind, erst dann wird diese Nadel beginnen, hier langsam zu sinken. Und zwar haben wir hier die Tankfüllung in 100 Kilogramm. Also sprich, wenn dieser auf 14 steht, heißt es, dass wir gerade 1,4 Tonnen Sprit an Bord haben, im Tank 1. Hier haben wir die Triebwerks-RPM, also Umdrehungen pro Minute. Diese zwei grünen Schalter würden uns angeben, ob der Nachbrenner gerade aktiv ist oder nicht. Hier sehen wir unser Radar. Dazu kommen wir später nochmal. Und hier haben wir eine Anzeige für die G, für, hier haben wir ein G-Meter, das uns eben anzeigt, wie viel Kraft gerade auf uns wirkt. Hier drüben die Anzeige für die Flaps und das Landing Gear. Wenn das die Maschine an ist, sehen wir, dass das Landing Gear draußen ist. Hier die Flaps, hier die Airbrakes. Hinter dem Stick befinden sich noch die Anzeigen für die Gun. Wenn diese roten Leuchten an sind, dann zeigt es an, dass die Kanone gearmt ist und hier drunter die Munition. Okay, und damit sind wir eigentlich schon durch. Beim Starten der Maschine müssen eigentlich immer sich hier unten hier vorne Radkeile befinden. Darauf müsst ihr im Normalfall nicht achten. Eigentlich ist es immer im Cold Start, sind diese Radkeile bereits angebracht. Dann zu dem Startup. Wir beginnen dadurch, dass wir
die externe Elektrik anschalten. Okay. Wenn das Ganze passiert ist, dann beginnen wir bei dem Panel hier auf der rechten Seite. Ich zoome ein bisschen ran, damit man das genauer sieht. Also wir ziehen diesen Schalter, den hier lassen wir aus, weil das ist die Emergency Power. Wir ziehen den, den und bis hier hinten zu dem ockerfarbenen. Die Schalter lassen sich einfach durch Linksklick hoch und runter bringen. Im Normalfall ist Linksklick bringt den Schalter nach oben und Rechtsklick nach unten. Rechtsklick funktioniert hier auch. So viel dazu. Okay. Dann kommen wir hier auf die rechte Seite. Hier sehen wir auch Schalter. Achtung, hier befinden sich zwei Schalter hinter diesem Scharnier. Die sind auch wichtig, die müssen wir ziehen. Und zwar ziehen wir alle Schalter bis zu diesen zwei, die hier hinten liegen. Die vier hier hinten müssen unten bleiben, da es sich hier um die Cutoffs handelt. Also einfach mal drauf achten. Die bitte nicht. Okay. Dann kommen wir wieder auf das rechte Panel und ziehen hier alle Schalter. Ich denke mal, man kann auch direkt am Anfang alle Schalter ziehen. So ist es allerdings, wie ich es vollziehe. Okay, jetzt brauchen wir ganz kurz noch zwei Bindings. Und zwar den Leerlauf der Triebwerke. Wir müssen einmal, und zwar diese Schalter werden einmal nur betätigt. Und das beim Startup. Wir brauchen Schubhebel rechts Leerlauf und Schubhebel links Leerlauf. Der Grund ist, ich kann die nicht wie bei anderen Flugzeugen durch irgendwie Klicken nach vorne bringen. Das geht nicht. Also drücke ich den Schalter für das linke Triebwerk in den Leerlauf zu bringen. Wir starten erst das linke und dann das rechte Triebwerk. Dann löse ich hier die Abdeckung und halte für 3 Sekunden den Startknopf gedrückt. Wir hören, wie das Triebwerk angeht. Wir sehen es auch hier in den RPM, die steigen langsam. Da es jetzt wieder ein bisschen laut wird, werden wir das Cockpit schließen per Steuerung C in der Standardeinstellung. Okay. Das Cockpit muss noch verriegelt werden durch diesen braunen Schalter, der muss nach vorne gebracht werden. Okay. Und dann können wir auch schon das rechte Triebwerk starten. Das ist analog zum ersten. Wir betätigen wieder den Button für den Leerlauf. Man sieht, der Throttle bewegt sich leicht nach vorne. Dann machen wir diese Abdeckung weg, halten hier für 3 Sekunden gedrückt und sehen, dass die RPM auch hier steigt. Was wir jetzt machen, daher sind die Radkeile wichtig. Wir spulen einmal auf 10.000 RPM, dass sich diese beiden Nadeln auch vereinen und treffen und gleichzeitig steigen und sinken. Ansonsten kann es vorkommen, dass das linke Triebwerk stärker ist als das rechte. Dazu bringen wir den Throttle in diese Position. Das wird recht schön angezeigt. Ich zoome mal drauf. Wenn wir den jetzt nach vorne bringen, sehen wir, dass dieses Loch mit den Pinöppeln hier übereinstimmen muss. In dieser Position sind wir in der Idle-Position, sehen, wir befinden uns ungefähr bei 10.000 RPM und das andere Triebwerk wird jetzt langsam hinterherziehen. Darauf warten wir. In der Zeit können wir eigentlich auch schon mal die Flaps in den Take-Off-Modus stellen. Die Flaps befinden sich physisch hier. Die Einstellung dafür ist nicht ganz so intuitiv. Das in zwei Sprachen ist. Einmal ist Landeklappen in Landeposition, das habe ich auf Steuerung 3 gebindet. Und Flaps Off ist quasi die Neutralstellung und Flaps Take-Off Position ist die Position fürs Starten. Wie gesagt, diese drei Buttons. Wenn ich jetzt die Steuerung 2 drücke, dann werden wir sehen, dass die Landeklappen ausfahren. Okay, wir schauen nochmal hier auf die Anzeige. Okay, die zwei Zeiger haben sich vereint. Das heißt, wir können den Schub rausnehmen. Wenn die Nadel wieder ungefähr bis hier auf die 4 gefallen ist, genau wie jetzt, dann können wir noch die
Radkeile wieder entfernen. Und wir sind ready for takeoff. Das war's schon. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und dann geht's demnächst weiter mit den nächsten Guides.